Jo, von Willkommen. Ich habe gestern so ein 10er Mystical-Dingens da gemacht, ja, so eine 10er Summons und das ist dabei rausgekommen, ja. Ich hätte sogar irgendwie live recorden können, sage ich mal, also halt, also dass da gerade ist nur ein Screenshot halt, ja. Ich dachte mir einfach so, scheißegal, es ist so uninteressant, so ein scheiß Engel, ja. Also, ja, ich habe ein 10er-Ding jetzt halt nur gemacht, mehr nicht. Und es kam halt eben hier dieser Angel. Blessing gepoppt. Das gab es zur Auswahl halt. Miles, den habe ich irgendwie beim letzten Mal schon bekommen. Na, deswegen halt hier die gute Amber. Und ja. Das Ding ist, ich war dann halt wieder mal so übertrieben schnell, sage ich mal, voreilig. Ich habe sie gebaut, logischerweise. Ich habe sie gemaxt, Devilmont, ja. Ich will nicht sagen, dass ich es bereue, weil ich irgendwie noch knapp 80 Devilmonts habe, ja. Und ich will gar nicht sagen, dass sie so übertrieben schlecht ist. Das Problem, was ich einfach nur wieder mit ihr habe, ja. Warum sie benutzen? Warum? Sie kann eigentlich nichts Besonderes, ja. Sie hat im Dings einen 33% Crit Rate Lead im Gilden-Content halt für alle Units. Ist. Okay. Aber das Ding ist dann halt einfach wieder bei drei Units irgendwie. Also ich finde, sie ist weder eine Siege-Unit, noch finde ich, dass sie irgendwie eine Archie-Unit ist. Ich finde, sie kann vermutlich ganz gut irgendwie ein TOA oder was sein, ja, aber ja. Ich glaube, dass sie ganz gut in Arenas sein könnte, ja. Das Ding ist halt, sie braucht halt irgendwie wieder so ein Setup, ja. Da ist halt einfach dann die Frage so, warum, ja? Also, ich habe sie mal irgendwie so Despair Will geruhnt. Vayo wäre wahrscheinlich auch wie immer gut, ja. Ich meine, Stats seht ihr eh. Sie braucht halt irgendwie nicht unbedingt jetzt Crit Rate und Crit Damage, weil halt eben ihr Damage halt durch ihre Skills halt kommen, aber sie braucht halt, ja, Debuffs. Wenn wir uns anschauen, halt den ersten Skill, den sie hat, eigentlich komplett useless, ja. Greift den Gegner zweimal an und Attack Speed Slow mit einer 50% Wahrscheinlichkeit, ja. Ist ja. Wenn dann Stun oder ein Defense Break wäre, das wäre dreimal besser, ja, aber gut. Dann hat sich hier diese Strahlensperre. Hat einen relativ kurzen Cooldown, ich meine 3 Runden Cooldown, ja. 20% mehr Schaden, 20% mehr schädlicher Effekt, also halt 70%. Greift alle Gegner 3 bis 4 Mal an, ja. Eigentlich könnte man ja schreiben 3 oder 4 Mal, aber ja, ist ja wurscht, ja. Und das ist auch wieder so, wonach richtet sich das, ja? Okay, ist ja wurscht, ja. Jeder Angriff hat eine 70%ige Wahrscheinlichkeit, die Wahrscheinlichkeit, ja, einen Streifschuss zu landen, also Glancing, für 2 Runden und 2 Runden kontinuierlichen Schaden zuzufügen. Der Schaden dieses Angriffs ist proportional zu deiner Angriffsgeschwindigkeit. Ja, das Ding ist, ich kann jetzt auch nicht hergehen und irgendwie auf Swift bauen und irgendwie ein 300er Swift-Set geben, ja. Weil was bringt's, ja? Was halt bei Jesu, sag ich mal, interessant ist, ist halt eben Passive als dritten die Nano-Vision. Wenn man von einem Gegner angegriffen wird, verringert sich der erlittene Schaden um 5%. Aber pro schädlichen Effekt, ja? Also wenn du gar keinen schädlichen. Oh mein Gott, so, Paul Panzer würde sagen, da sind wir gerade unterbrochen worden, ha? Ja. Nachdem ich halt irgendwie jetzt so eine Viertelstunde oder was telefoniert habe, habe ich keine Ahnung mehr, wo ich irgendwie beim Schluss war, ja. Also hier nochmal hier das Passive halt von ihr. Oh mein Gott. Gut, da bin ich gerade nochmal unterbrochen worden. Also, dritter Versuch. Ja, ihr Passive halt, also hier, wenn man von einem Gegner angegriffen wird, verringert sich der erlittene Schaden um 5% pro schädlichen Effekt. Ja. Also das macht erstmal gar nichts, wenn der Gegner nicht irgendwie schädliche Effekte hat, macht das schon mal gar nichts, ja. Dann ein schädlicher Effekt, 5%, 2 Stunden, das ist quasi gleich 0, ja. Ich meine, okay, wenn du irgendwie 10 Dots von Rika oben hast, ja, dann sind es 50%, aber ja. Ne? Was dann halt irgendwie ein bisschen besser halt ist, wenn ein Gegner angegriffen wird, wird pro schädlichen Effekt, der dem gegnerischen Ziel gewährt wird, zusätzlich Schaden in Höhe von 2% der Max-HP des Ziels zugefügt, maximal bis zu 10%. Was ich jetzt irgendwie nicht weiß, was ich aber glaube,
10% hört sich jetzt auch nicht so viel an. Allerdings glaube ich, dass es irgendwie so ist, weil du ja 3 oder 4 Mal halt eben mit Text, ne? Mit dem Ding jetzt da. Also sie kann schon ganz guten Damage machen, keine Frage. Das Ding ist halt aber, sie braucht halt wieder halt ein Setup. Und da ist halt einfach das Problem. Das kriegst du halt irgendwie mit 3 Units nicht vernünftig zusammen. Aber ich würde einfach sagen, wir schauen uns halt mal irgendwie was an. Also in Arena, glaube ich, ist sie. Na, nicht in RT. Ich meine, ich bin halt da jetzt nicht wirklich hoch oder irgendwas. Ja, schauen wir mal, ob wir irgendwie was Vernünftiges finden. Ja, zum Beispiel. Also ich habe das da irgendwie. Das ist halt ja jetzt schon ein bisschen so Overkill, aber. Könnte zum Beispiel hergehen, halt. Nehmen halt einfach einen Galleon dazu. Wenn ich irgendwo einen Galleon finden würde. Das tut der. Okay, dann bist du der Vio Galleon, ja. Dann irgendwie zum Beispiel so eine. Sowas da. Weil ich weiß nicht. Okay, müsste ich ausgehen, ne? Das Ding ist einfach. Es ist halt schon wieder so eine Unit, die jetzt nicht übertrieben gut ist, nicht übertrieben schlecht ist, ja, sondern einfach so eine Unit. So, warum? Warum soll ich diese Unit nehmen? Ja, warum einfach? Es ist. Warum, ja? So. Ja, scheiße. Ja, toll. Okay. Na gut. Machen wir es halt. Das war wieder mal ultra fail. Ich dachte, das würde sich ausgehen. Siehst du, wir haben Defense Break, wir haben Attack Buff. Und ein so ein Ding macht jetzt irgendwie so 4k Damage. Ja, ein bisschen mehr halt. 5k. Ich meine, es ja, multipliziert sich. Es kommt halt schon was zusammen, ja. Aber wir können gerade nicht mal eine Fran killen. Wir können keinen Wassermonkey killen. Wir können nicht mal die Savannah dismounten, ja. Ich meine, okay, dass unsere Ding jetzt da gerade irgendwie später dran kommt, ist natürlich wieder ultra fail gewesen, aber ich dachte, das wäre sich ausgegangen, ne? Aber ist ja wurscht. So, nehmen wir halt eine Rika. Okay. Schauen wir mal, was irgendwie für einen Unterschied macht. Also wir haben gerade gesehen, irgendwie Damage von 4 bis, ich glaube, so 5,5k, ja? Schauen wir mal, ob irgendwie Rika ihre Dots landet. Okay, 3 Dots auf die Savannah. Das heißt, wir haben jetzt 5 Debuffs auf der Savannah. Was wieder scheiße ist, weil Savannah eine Wind-Unit ist und wir eine Wasser-Unit sind, aber vielleicht haben wir ja Glück. Schauen wir mal, also vom Prinzip haben wir jetzt irgendwie den Max-Damage auf Savannah. Ja, ich sehe irgendwie 5k, ich sehe irgendwie 5k und 5,6k auf Leica. 6921 auf der Savannah, ne? Ja, der Monkey ist down. Leica sowieso halt, ne? Eh klar. Aber. Was, ganz ehrlich, ja. Jetzt. Vergleich mal. Ich meine, ich brauche ja nicht mal. Ich brauche ja nicht mal den Seiros, ja. Also, es ist halt. Ich meine, ich hoffe, dass diese Savannah jetzt nicht vor meiner Leash drankommt, so ungefähr. So. Es ist der Monkey down. Ja. Und da ist halt wirklich alles down, ja. Es ist halt. Ich finde, sie kann Damage machen, ja. Aber. Pff. Ich weiß halt nicht. Ich glaube, mein Zeros ist langsamer, ne? Jo. Es ist halt einfach schon, es gibt einfach schon zu viele Units, finde ich. Zu viele Units, die irgendwie dasselbe können. Zu viele Units, die auch irgendwie ein Setup halt brauchen, ja. Ich meine, es ist nice, ja? Du machst halt irgendwie ein paar Dots auch noch, ja. Aber. Du könntest halt irgendwie vielleicht ein Team bauen mit dem Feuergrim, ja. Aber ich kann es jetzt irgendwie nicht probieren, weil meiner ultra langsam ist. Aber dann ist auch wieder die Frage, warum sollte ich das machen, ja? Warum sollte ich nicht
ein Alicia-Team nehmen oder ein Poseidon-Team oder irgendwie mit Lucian oder keine Ahnung, ja? Und okay, jetzt kannst du sie nicht, ich glaube halt zumindest, ist, naja, wir können ja eigentlich. Finden wir da irgendwie sowas, ha? Huh? Finden wir die alte, wo ist das scheiß Vieh? Okay, keine Ahnung. Wahrscheinlich wegen Special League, ha? Und normale Dings, Freundeskämpfe macht irgendwie, wird da nicht angezeigt. Ja, also, keine Ahnung, wie gut sie in ALT ist. Ich meine, ich glaube aber auch nicht. Was, ich sage ja, du brauchst halt irgendwie halt irgendwas, was halt extremst viele Debuffs macht, ja? Eine Rika, eine Gina oder so ein Scheiß, ja? Es gibt sonst, glaube ich, nicht wirklich viel, was extremst viele Debuffs halt macht, ja? Also, keine Ahnung. In Gilboa, wenn ich da jetzt irgendwie hergehe, nehmen wir halt irgendwie das da, ja, das ist das Team oben. Ich meine, okay, sie ist jetzt nicht irgendwie auf Crit Damage oder irgendwie so ein Blödsinn halt. Ja, sie ist relativ tanky halt, ja, und sie kann ein bisschen was aushalten und sie kann halt irgendwie trotzdem Damage machen, ja. Und das ist sehr gut. Ich meine, das ist nicht so übel, ja. Aber nicht übel, finde ich, reicht halt einfach nicht, ja? Also wir haben jetzt mit ihr nichts gekillt. Wenn ich jetzt hergehe und irgendwie statt ihr Poseidon nehme. Ich meine, wie gesagt, sie ist halt eben mehr auf einem tanky Bruiser-Build, ja. Mit ziemlich viel Accuracy und Dispair-Set halt, ja. Nur, ich sehe da auch keinen Grund, irgendwie sie auf Fatal oder auf Rage oder sowas zu bauen, ja. Also nicht, ja. Und wenn ich jetzt irgendwie vergleiche und dann Poseidon nehme, in der Hoffnung halt, dass wir jetzt irgendwie keinen Fail haben. Wie viel Damage machst du? Ja, sie ist Dominic gekillt, Iris gekillt. Warum sollte ich irgendwie Ember usen, ja? Ich meine, es gibt einen Grund, sie zu usen, ja? Weil sie geil ausschaut. Aber, ja, das... Das hilft halt nicht, ja? Also, ich hab sie von Anfang an... Ich finde nicht, dass sie die schlechteste ist, zumindest halt von Feuer, Wind und Wasser, ja? Ich finde halt irgendwie, Wind ist komplett grottig, ja? Aber... Ich weiß einfach auch nicht, was mit ihr. Ich meine. Lohnt sie sich im Dings, im Rift Beast oder so? Ja, das ist auch wieder was. Ja. Okay. Können wir gerade auch nicht machen. Ja, ich glaube nicht mal, dass sie sich im Rift Beast irgendwie. Und wenn, ist auch scheißegal. Ist doch, wen interessiert irgendwie Rift Beast, ja? Also. Keine Ahnung. Ist da irgendwelche Sperrfokus? Da habe ich eh gleich keine Stimme mehr. Major tanky as fuck, straight up delete with Chongpong and Rika. Ja, ist zwar tanky ein bisschen als meine, aber macht ein bisschen weniger Damage, ne? Chongpong, Ember, Rika. Ja, macht. Prinzipiell, ich meine, ja. Haben wir irgendwie. Wollen wir irgendwie was. Ne, ist ja wurscht, hä? Ember und Rika. Das Ding ist halt. Wo ist denn mein Jongi? Wo ist er? Okay, du bist. Er ist halt viel zu langsam, ja, aber das Ding ist halt, Chongpong macht ja jetzt nicht großartig wie wirklich was anderes. Also. Okay, er kann halt Attack Bar reducen und so ein Blödsinn und Cooldown increasen, aber. Ja. Und das Ding ist halt, ich meine, Rika gegen zwei Wasser-Units ist sowieso fail. Ember gegen Savannah ist auch fail, ja.
Jetzt haben wir irgendwie drei Debuffs auf Molon. Was machen wir da großartig? Ich meine, ja, ich finde den Damage nicht so übel, ja, weil wie gesagt, sie ist ja nicht auf Damage gebaut. Ich weiß nicht, was irgendwie wäre. Wenn ich. Sollen wir das ausprobieren? Warum nicht, hä? Geh mal weg da. Waste mal ein bisschen Mana, weil. Das kotzt mir hier an. Ich schaff's nicht auf 5 Milliarden Mana endlich zu kommen. So. Boom. So, wo ist Dominik? Ja, du hast irgendwie so eines meiner overpoweredsten Sets gerade. Na gut, also wir haben halt, ja, Crit Rate okay, Crit Damage, ziemlich viel Attack und alles. Das wollte ich nicht. So. Na gut, machen wir es irgendwie halt standardmäßig mit einem Galleon. Nur, ja, warum würde ich das machen, ja? Warum würde ich irgendwie statt eine Poseidon eine Ember bringen, wenn ich, ja, scheiß Galleon Damage. Lass nochmal machen. Das Ding ist halt hier, die Damage kommt halt eher dadurch halt, dass halt ein Haufen Debuffs oben sind. So. Times one. So. 10k, huh? Ja, es ist nicht schlecht, aber das ist halt prinzipiell nicht der Sinn von hier, ja? Na gut, machen wir was Neues. Baller mal. Feuer-Units halt rein. Ah, du nicht, hä? So. Was machen wir jetzt? Ha? Irgendwie wollte ich halt mit Rika. Na gut, ist ja wurscht. Wo ist Rika? Ich meine, es ist eh unwahrscheinlich, dass man jemals so ein Team findet, ja. So, lande bitte deine Dots. Gib bitte, Alter. Jeder von denen hat einen Dot resisted. So, Real Damage machen wir. Ungefähr 6-7k. Ja, wir machen halt selber noch Dots, ja. Es ist eh okay, ja. Das ist Dekano gerade überhaupt keinen Schaden gemacht wegen dem Passive halt, ne? Aber die Frage ist einfach, warum soll ich sie benutzen, ja? Es gibt einfach so viel. Erstes Skill macht auch nicht irgendwie. Ist auch nicht so viel Damage jetzt irgendwie, ja. Gegenteil, das ist gar nichts eigentlich, ja. Wir müssen mal überlegen, was wir gerade für Stats haben, ja. Also. Ich weiß nicht. Ich bin halt von ihr enttäuscht. Wieder mal, ja. Ich meine, ich bin sowieso von allen drei Angels irgendwie enttäuscht. Von Light und Dark ist ja recht cool, kann man nichts sagen. Aber sonst. Jetzt haben wir noch. Probieren wir nochmal in den Arena. Finden wir da irgendwen? Okay. Wenn uns der Wunsch ausbietet, sind wir im Arsch. Scheiße, ja. Okay, never mind. Monkey hat Gott sei Dank gederbt. Ich meine, ist ja auch. Wer würde so ein Team bringen, ja? Tiana, Galleon und dann kommst du irgendwie mit Rika und Ember an. Das. Ja. So, wir haben.
Max Debuffs auf Woonza und am Monkey. Schauen wir irgendwie Monkey Damage oder so in die Richtung, der wird wahrscheinlich squishier sein. Wollen wir es irgendwie hinkriegen? 8k auf Aerial, 1k auf Fermion, aber scheiß auf Fermion. 11k, 13k sehe ich da irgendwie auf Woonza. Ja, eigentlich wird eh alles sterben, ha? An der Fermion halt, na gut, das ist auch schon wieder behindert. Wenn ich den jetzt noch einmal mache. Oder irgendwie einen anderen. Okay. Also, der Damage kann eh gut sein, ja? Das ist eh keine Frage, aber es ist halt einfach. Ein Lucian macht auch guten Damage, ja? Eine Alicia kann auch guten Damage machen und alles. Das ist halt. Warum soll ich sie usen? Es gibt halt einfach keinen Grund, ja? Ich meine, da, ich schätze mal irgendwie, dass man da. Vom Prinzip sollte man alles irgendwie one-shotten, ja? Da schaut ihr an. 14k, ich meine 5k Windpanda, 5k Value, da haben wir wahrscheinlich irgendwie nicht. Keine Ahnung, ob wir da irgendwie gerade nicht quitten oder so. Aber 14k, ich meine, das müssen ja mehrere sein, ja? Wie schaust du ja an? Ich meine, das ist nicht. Das ist schon nicht schlecht, ja? Das ist wirklich nicht schlecht. Aber. Ja. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie ich sie usen soll, ja. Es ist nicht schlecht, was hier ein Damage machen kann, ja. Aber genauso wenig kann sie wieder komplett verkackt irgendwie. Also die Dings wäre wahrscheinlich da sogar besser. Die China. Die Dark. Ja, nice Galleon, ha. Mystic Hexe oder wie sie heißt, weil sie halt eben. Elemental neutral ist statt Rika. Ja, schon. Es ist halt. Es reicht halt nicht. Ich meine, Rika war halt ein bisschen fail gerade, aber ich weiß nicht, wie schnell meine. Wie sieht das aus? Achso, ja, wenn wir jetzt sehen, anderes Set. Wenn wir jetzt ein Damage Set und kein Tanky Bruiser Set irgendwie mehr. Okay. Okay, leider mal wieder kaum Debuffs auf der Belly, oder? Aber wir haben halt Max Debuffs auf der Riley, Max Debuffs halt auf Kabel und auf Nana auch. Ja. Und trotzdem schaffen sie immer den Karnel zu killen, ha? Ja. Pff. Wie gesagt, sie ist brauchbar, ja. Man kann sie nehmen. Vielleicht halt, wenn zum Beispiel jemand keine Alicia oder so hat, ja. Na gut, dann nimmst halt die zum Beispiel, ja. Okay. Aber. Jetzt irgendwie so für jemanden wie ich, der halt fast alle Units irgendwie hat, ja. Du kannst ja auch einen Teor nehmen. Warum nimmst du dich den Teor zum Beispiel, ja? Ich meine. Wo ist das Teor? Wie schnell bist du? Okay, das ist doch kein drittes Artefakt, ha? Ich meine, okay, das wird jetzt bei dem Team ein bisschen fail sein, nehme ich mal. Stark angleich. Aber mach's auf Abellio. Ich glaube, das ist sowieso fail. Das ist der Abellio gekillt, ja. Boom. Fertig. Und wir brauchen keine 20 Dots und alles, dass die irgendwie mal Damage macht. Also ja. Aber hey. Wenigstens eine weitere Wasser World Boss Unit für mich, ne? Wenigstens ein Vorteil, aber. Vielleicht muss ich dich wieder umrunnen da. Runen auf Dominik. Rainbow Mon Runen auf dich. Ja. Ist halt so. Die gute Ember. Schaut halt nice aus, kann man nichts sagen, aber ist halt. Nicht allzu brauchbar. Vor allem,
wirklich halt, ich sehe sie halt irgendwie nicht wirklich in Siege, ja, weil du eben nur 3 Units halt bringen kannst. Und dann ist da irgendwie noch sowas halt wie Savannah meistens. Und irgendwie Molly. Ja. Keine Ahnung, schade. Ich meine, ich glaube auch nicht, dass sie irgendwie gebufft wird. Das glaube ich irgendwie auch nicht, ja. Na gut. Egal. Keine Ahnung, vielleicht weiß ich irgendwie von euch. Ich meine, ach so, was meinen wir auch noch. Wo war der Scheiß? Da war das. Da hier Nutzungsinfo, ja. Also irgendwie eh hauptsächlich irgendwie so Arena, ja. Hauptsächlich halt irgendwie, ich meine, ja, ist leiwand, ja, mit Maximilian halt. Ja, geil. Hat auch natürlich jeder, ja. Ich meine, der ist halt natürlich overpowered, weil er erstens stark ist und zweitens halt auch übertrieben viele Debuffs macht, aber. Ja. Ne? Dann. Ich meine, schau da, was sie dir hier vorschlagen, ja. Vanessa. Dominic Bastet. Ja, hast halt keinen Stripper, ja. Nix, was irgendwie Debuffs macht. Nicht mal irgendwie großartige AOE-Damage dann, ja. Also komplett unnötig das Team. Ja, vielleicht im Low-Bereich, aber jeder andere hat irgendwie Will-Runen, ja. Dann hier mit Jamaya, Nora, Rika. Ja, das ist halt dann irgendwie wieder kein Attack-Bar-Boost oder irgendwie so in die Richtung. Du hast halt einen Stripper mit Nora. Ein Halbwegs-Stripper, ja. Das ist da. Level 38 Chivu mit Bastet, Savannah und die, ja, dann hast du auch wieder keine Debuffs, ja? Dann bringt das einfach nichts, die zu bringen, ja? Dann das ist ja ihr Sinn von dem, wenn du keine Debuffs hast, dann macht die ganze Passive halt nichts, ja? Ja, ich meine, okay, Oliver Neftis. Ja, Neftis okay, ja. Kann ja. Ja, okay, mit Neftis oder mit Maximilian schon in die Richtung, okay, ja. Aber dann ist auch wieder die Frage, warum sie bringen und nicht eine Alicia zum Beispiel, ja? Also, ja. Ja, ich meine, Asima geht natürlich auch, ja, ich meine, das ist halt so lächerlich, ja, das Valantis, ja. Ich meine, Neftis, ja. Und hier in Gilberdings selber scheiß wieder, ja. Neftis, Nora, dann halt Gally und Tiana. Das macht keiner. Gally und Tiana und Ember, warum sollte ich das machen? Gibt keinen Grund, das zu machen, ja. Und ja, ich meine, Kairos Dungeon. Jo. Ja, kann irgendwie sein, ja, dass sie vielleicht nicht, aber, ja, ist jetzt auch nicht irgendwie die Welt, was ist das für ein scheiß Team, Szenario Faimon, who cares, Halle des Wassers, Halle der Magie, Dragons, Entschuldigung, oder was ist das für ein, TOA Hard, ja, in TOA kann ich mir vielleicht vorstellen, weil sie ganz guten Damage macht, ja, aber wen interessiert's, ganz ehrlich, ja. TOA Hell. Schau, ich meine, TOA Hell gegen eine Ciara bringst 2 Wasser-Units und so, ja. Keine Ahnung. Ja, und hier Riss Dungeon ist auch scheißegal, ja. Na gut, ich würde sagen, wir machen da jetzt endgültig Schluss. Wenn ich irgendwie so eine Note geben müsste, keine Ahnung, befriedigend oder so in die Richtung, ja. Schade eigentlich drum. Ich meine, wenigstens ist nicht die in Wind geworden, weil die wäre noch schlechter. Die in Feuer ist vom Prinzip. Die in Feuer ist ja genau dasselbe, ja. Warum die in Feuer? Warum dann nicht irgendwie eine Kali bringen, ja, zum Beispiel? Die kann selbst Attack buffen, die hat 2 Runden Unverwundbarkeit, die Defense ignoriert, wenn du drauf drückst, ja. Nicht irgendwie, wenn du mehr Attack hast, als der irgendwie Defense hat und so ein Blödsinn. Also ja, keine Ahnung. Also, falls ihr mir bisher anschaut, gerne eure Meinung in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.